Herzlich willkommen im Moviepark mit Echo Fresh. Wie geht's? Sehr gut. Warum fangen wir eigentlich immer von neu an? Das sind verschiedene Blogs so, ne? Genau, immer wieder neue Interviews. Deshalb frage ich auch immer wieder, ob es dir immer noch gut geht, weil wir rennen jetzt hier schon seit 6 Stunden durch diese brütende Hitze. Könnte ja sein, dass du langsam sagst, ich kack gleich ab. Also langsam könnte es auch vorbei sein. Ich wollte ja noch in dieses 4D-Kino, aber das wurde mir leider nicht gegönnt. Aber kein Problem, damit kann ich leben. In dem Battle Achterbahn versus Wasserbahn? Achterbahn auf jeden Fall gewonnen. Die Wasserbahnen sind sehr kinderorientiert. Was ich nicht abstempeln will, ist ja auch ein Familienpark. Aber wenn man richtig auf die Kacke hauen will, dann sollte man die Achterbahn probieren. Was war die geilste? Die erste war auf jeden Fall am schockierendsten. Ich fand auch die erste am geilsten. Ich meine, das war auch noch so im Halbschlaf, so zum ersten Mal, aber trotzdem. Aber die im Dunkeln war auch nicht schlecht. Ja, aber die erste hat uns erstmal richtig durchgeschüttelt. Okay, aber wir kommen zum Thema. Back to the Roots. 90er. Ich wollte von dir wissen, was für dich die 90er Jahre ausmacht. In verschiedenen Bereichen. Okay. Ich habe so 5 Bereiche rausgesucht. Ja. Und dann brainstormen wir ein bisschen und dann sagst du so ein Ding. Das ist es. Okay. Fangen wir mit Mode. Mode der 90er. Also Chucks waren immer cool. Aber Chucks hat man damals nicht als so Bio empfunden, sondern eher so als West Coast Gangster Chucks. So, weißt du? Dann die Dickies, die habe ich eigentlich schon letztes Jahr mir auf die Karte geschrieben, die zurückzubringen und hatte auch die im Still Manis Video an. Und dieses Mal habe ich die auch immer angehabt. Das sind einfach meine Lieblingshosen. Die sind sowohl stylisch als auch G- und Hip-Hop-mäßig. Deswegen feiere ich die. Ansonsten Starter-Sachen mochte ich sehr, mag ich auch immer noch sehr. Dann diese Knopfhosen. Die waren damals Schnellficker holen. Ja, das dürfen wir hier nicht sagen. Doch. Nein. Hast du doch den von gehört, hier vom Moviepark. Der hat gesagt, wir dürfen hier nicht fluchen. Also das hat aber bei mir in der Achterbahn nicht so geklappt. Okay. Das hast aber vielleicht nicht gehört, weil alle geschrien haben. Nee, also so werden sie genannt, hast du recht. Aber wir haben die Knopfhosen früher genannt. Und die waren damals in dann dieses Buffalos. Champion, super. Champion, Das haben wir aber nicht mehr gefunden. Also wir haben ja die ganzen Marken angegangen. Champion ist irgendwie wie vom Erdboden verschluckt, die sind irgendwann so Karstadt-mäßig geworden. Habe ich mal in New York geholt, vor 1,5 Jahren, wollte dann hier mir mehr von Champion kaufen, auch nicht gefunden. Wenn du es findest, sag Bescheid. Ja, vielleicht tun wir uns zusammen und dann kaufen wir die Rechte davon und dann bringen wir die wieder raus. Dann kann jeder Rapper in jedem Musikvideo die Klamotten anziehen. Genau, dann machen wir einen Channel dazu und so. Sonst, was war noch? Nike halt so. Ich habe ja auch Basketball gespielt und habe generell so Basketball-Stuff angehabt. Und so bin Jersey, jetzt, so Trikots halt. Ne? Genau. Ich war übrigens in der C-Jugend Vizemeister im Streetball. Streetball war ja auch so ein richtiges 90er-Thema, was Sport angeht. Jetzt nicht Mode, aber bei Sport wollte ich da auch noch drauf kommen. Das ist da durch die Decke gegangen. Voll. Und da war ich auch richtig mittendrin. Ich war im Verein, aber bei... Mal eben geflüchtet, ne? Wurde etwas laut. Vor der Parade, so eine unfassbare Parade mit SpongeBob und allen drum und dran. Weil wir waren stehen geblieben bei dem, beim Mode. Basketball. Bei Mode, ja. Und Einfluss auf die Mode durch Basketball in den 90ern. Ich war Streetball-Vizemeister. Wohlgemerkt war ich der 4. Mann, also ich war Auswechselspieler, wurde aber immer wieder eingewechselt. Und wir waren echt gut. In der C-Jugend war das. Und ja, ich war halt der 4. Beste. Ne? Ich war jetzt nicht der Allerbeste da, aber ich war auch gut für die Stimmung zuständig und so. Und ich war damals schon immer sehr lang und war sozusagen unser längster Dude. So. Hast du quasi den Center gemacht, wenn man sowas hat beim Streetball? Ja, sozusagen. Okay. Jetzt habe ich letztens mit Ado gespielt, habe auf jeden Fall gemerkt, ich bin ein bisschen außer Form. Ich musste mal wieder ein bisschen reinkommen. Was man bei Mode ja merkt, ist, dass im Moment alle Leute wieder mit Chicago Bulls Klamotten rumrennen. Die haben ja auch die 90er Jahre sportmäßig dominiert und jetzt sind dann auch wieder die Cappies cool. Früher auch Chicago Bulls Klamotten gehabt oder was war dein Team? Voll, Chicago Bulls waren ja die Mannschaft damals mit Michael Jordan, Scottie Pippen, Kukoc hieß der eine. Das war einfach so ein Dreamteam, weißt du, und die haben funktioniert und ja, die haben auch die 90er geprägt, sag ich mal so. Ne? Dementsprechend auch fashionmäßig damals schon am Start gewesen. Ich hatte auf jeden Fall auch jahrelang meine Chicago Bulls Cappy auf dem Kopf. Voll. Da hat mir letztens nach der Autoball-EM der Frank Buschmann
erzählt, der hat da übelste Party gemacht da mit den Chicago Bulls. Das ist auch moderiert damals immer, ne? Die Finals. Und damals war halt so Access All Areas auch im Fernsehbereich. Die haben alles gelatzt, so, weißt du, und dann konnte er da hin und übelst mit den Bulls feiern, so die Meisterschaft feiern und so. Müssen hat auch coole, fast so einen geilen Job wie ich. Ja, müssen coole Erinnerungen sein auf jeden Fall. Auf jeden Fall, klingt cool. Noch mehr Mode. Buffalos, Reebok Pumps. Reebok Pumps hatte ich, war ich auch voll stolz drauf. LA Gear hatte ich die, die so leuchten. Diese Michael Jackson Edition, da war ich auch mega stolz drauf, als ich das hatte. Und Buffalos hatte ich nie. Das ist ja so ein Style-Fehler, den viele haben oder hatten. Aber ich schwör's euch auf alles, hatte ich nie. Weißt du? Ich auch nicht. Ich habe das boykottiert. Am besten in Kombination mit der Schnellfickerhose. Nee, aber die Knopfhose war gut. Die hatte ich auch, ja. Die habe ich gefeiert. Ich habe mir sogar als Revival dann halt so Kappa-Anzüge gekauft, die so ähnlich aussahen. Immerhin, weil die gibt es nicht mehr zu kaufen, leider. Letztens habe ich von M-Staff so eine geschickt bekommen. Ich wusste gar nicht, dass das noch irgendeiner überhaupt macht. Aber die bei M-Staff gibt es das noch, ja. Okay, kann ich mich ja ausrüsten lassen. Ja. Korrekt. Dann lass jetzt mal versuchen, eine Sache zu finden, die für dich die Mode der 90er Jahre so auf den Punkt bringt. Was ist das eine Ding? Baggies haben wir übrigens noch gar nicht besprochen. Ja, Baggies. Warum kommt eigentlich alles wieder aus den 90ern im Moment, außer Baggies? Man trägt wieder Snapbacks, Caps, man trägt wieder Chicago Bulls Trikots, man trägt dies, das, aber keine Baggies. Eine Zeit lang wurden ja die Hosen immer weiter, das habe ich auch mitgemacht, bis sie irgendwann einfach nur unterm Arsch hingen. So. Und ich glaube, das ist einfach im sozialen Umfeld heutzutage einfach nicht mehr denkbar. Wenn du ein normaler Mensch bist, der einen Job hat oder der irgendwas macht, dann kannst du es, glaube ich, nicht bringen. Und das ist einfach auch so, wahrscheinlich wird das heute eher als so Style-Fehltritt gesehen. Im Moment muss ja alles immer ganz eng sein. Ja, aber zu eng darf es für mich auch nicht sein. Wie gesagt, für mich ist so Dickies ungefähr die richtige Weite. So. Das waren ja damals schon bald die engen Hosen. Ja, da gibt es aber auch, habe ich mich aufklären lassen, zwei Schnittversionen. Die neueste ist auch enger und nicht so tief im Schritt. Und man soll nachfragen, ob man die O-Dog bekommt. Und die alte. Das ist die alte dann. Die gibt es aber wohl nicht mehr überall. Ist eigentlich der O-Dog von Manchester Society nach der Hose benannt oder andersrum? Nee, die Hose wurde nach dem benannt. Die heißt eigentlich anders, aber die wird O-Dog genannt. Habe ich mich immer gefragt. Danke, wieder was gelernt. Okay, jetzt die Mode der 90er Jahre. Eine Sache, die du jetzt raushebst. Ich habe ja schon ein paar gesagt. Vielleicht diese Starter-Zip-Jacken, die jeweils eine Mannschaft hatten, so eine Basketballmannschaft. Die gibt es leider nicht mehr. Also beziehungsweise ist es schwerer, an die ranzukommen. Diese Riders-Jacken und sowas war auch 90er, wa? Ja, so voll. Oder Football-Trikots. Football-Trikots. Und deswegen, da kommen wir auch wieder, ja, machen wir den Bogen zu Actual Roots. Das gibt es ja als King Edition mit einem Football-Trikot dabei. Okay, haben wir die Mode abgehakt. Filme der 90er. Ja, ich habe halt diese ganzen Gangsterfilme hoch und runter geguckt, ne? Ob es jetzt Man is, Boys in the Hood, New Jack City, Blood in, Blood Out. 187? Das war schon ein bisschen später. So. Ich habe davon alles geguckt, man. Alles. Also das war für mich wie, weißt du, das war das Krasseste so für mich, das zu haben. So. Geschweige denn die auf DVD zu haben. Oder Above the Rim. Ey, weißt du was? Ich habe im Keller, als ich jetzt mein Cover gemacht habe, da habe ich einige Sachen aus dem Keller geholt, um mein altes Jugendzimmer wieder nachzustellen. Da habe ich gefunden, eine VHS-Kassette von Above the Rim, die noch eingeschweißt war, weil ich mir den zweimal geholt habe damals. Und die habe ich mitgebracht. Sollen wir die verlosen? Klingt gut, Alter. Dann muss derjenige nur noch irgendwo anders einen Videorekorder gewinnen, aber ansonsten hat er immerhin ein geiles Sammlerstück. Das ist dem sein Problem. Echo Fresh Above the Rim von, wann hast du das gekauft? Wie alt warst du? Weiß ich nicht. Ich war auf jeden Fall sehr jung. Und der ist, wie gesagt, noch eingeschweißt. Also das ist so, ich weiß nicht, wahrscheinlich kriegst du das auf eBay, wahrscheinlich auch für ein paar Euro, aber es ist mein persönliches. Was müssen die Leute tun, um das zu gewinnen? Die sollen irgendwas machen. Auf jeden Fall irgendwas machen. Irgendwas mit Mode 90er, Above the Rim, Jugendzimmer. Vielleicht Fotos von ihrem zugeposterten Zimmer. Ja, vielleicht ein Foto von einem 90er Jugendzimmer. Und wer das am besten macht, der kriegt den... kriegt das Bild. Vielleicht hat ja der ein oder andere sowieso schon noch sein Zimmer so, wie das war. Oder der hängt da eben ein paar Poster hin oder was auch immer. Ne? Gut. Jetzt schreiben wir nochmal drunter, wo die Fotos hin sollen. Ja, das steht jetzt hier.
Genau, kommt unten in den Beschreibungstext, könnt ihr euch alles nochmal reinziehen und dann gewinnt ihr VHS-Kassette Above the Rim von Echo aus dem legendären Jugendzimmer von damals. Yes. Filme, welcher ist denn der Oberklassik von all den Classics? Wahrscheinlich Boys in the Hood, würde ich sagen. Ne? Da, also was die schauspielerische Leistung von Ice Cube ist unfassbar in dem Film, weil du musst dir vorstellen, ist ja davor kein Schauspieler gewesen. Man hat das einfach so aus dem Stegreif gemacht. Ich meine, mein Gott, er musste sich auch halbwegs selber spielen. Aber daraus ist ja dann quasi seine neue Karriere entstanden, die dann noch erfolgreicher war als seine Rap-Karriere. Und der Junge ist auf jeden Fall Hammer. Oder der Mann, der ist ja mittlerweile ein älterer Mann. Aber der war damals einfach der Hardcore-Gangster schlechthin in diesem Film. Und alle wollten so sein wie er. Und wahrscheinlich ist das der ultimative Gangsterfilm. Gut, haben wir den Film gefunden, Boys in the Hood. Fernsehen, was lief denn bei dir so im Fernsehen in den 90ern in deinem Jugendzimmer? Serien, ne? Ob das so Baywatch war oder Knight Rider oder so. Oder irgendwie Airwolf. A-Team. A-Team, genau, so welche Serien. Dann gab es ja noch die berühmten Talkshows, ne? Arabella und so. Die gibt es ja auch jetzt nicht mehr leider. Gibt es jetzt nur so gefakte Scheiße. Und, die guten alten Talkshows, das waren noch Zeiten. Ja, das waren coole Zeiten. Und da findest du auch immer mal wieder Leute, die dann später irgendwie bekannt geworden sind. Angebertürken bei Andreas Tür. Genau. Nee, das habe ich zum Glück nicht gemacht. Alles andere habe ich ja gemacht, aber das nicht. Das hat dann Farid gemacht. Das hat zum Beispiel Farid gemacht, aber er ist nicht der Einzige. Frauenhaus hat es auch gemacht. Bushido hat es gemacht. Also es gibt einige. Es scheint ein Zusammenhang zu bestehen zwischen Talkshows und Rappern. Ja. Ist ja jetzt hier quasi auch wieder eine Talkshow. Ich bin ja quasi auch so eine Arabella. Ja, sozusagen. In unsympathisch. Sag mal, was wählen wir denn jetzt da raus? Also, wenn ich jetzt die VHS-Kassette schon gewonnen habe und jetzt will ich auch noch Echo Fresh-mäßiges 90er-Jahre-Fernsehen gucken, welche Serie nehme ich? Deine Lieblingsserie? Power Rangers. Ja, Power Rangers habe ich auch. Aber weißt du, welche ich richtig schön finde? Vielleicht ist das jetzt nicht Gangster oder so, aber Wunderbare Jahre finde ich cool. Wo der Junge immer so erzählt mit seiner älteren Stimme. Aber es passiert ihm so... Wunderbare Jahre ist das, wo alle immer behauptet haben, dass der Nachbarsjunge Marilyn Manson ist, ne? Ja, das ist das. Aber der ist das nicht. Ist er nicht. Aber das, die Serie. Die okay. Serie, die ist mir irgendwie noch im Gedächtnis geblieben. Schön. Wunderbare Jahre. Passt ja für positive Jugenderinnerung. Als vierten Punkt über die 90er habe ich hier Musik stehen. Ohne Rap, weil da haben wir schon lange drüber gesprochen. Da gab es zum Beispiel Eurodance. Techno-Sachen, Grunge gab es mit Nirvana und so weiter. Hast du irgendwas gefeiert außer Rap? Also bevor Rap kam, war ja diese Tour Unlimited Sachen. Ja, so ein Eurodance-Zeug oder so, genau. GI-Rap. Genau, so. Irgendwann ging das dann über in diesen GI-Rap und irgendwann kam dann auch schon deutscher Hip-Hop. So, ne? So war ungefähr meine Entwicklung. Aber ganz als ganz Junger habe ich auch einfach so Bravo-Hits und so gehört. So. Wie wahrscheinlich jeder. Und irgendwann hat sich schon herauskristallisiert, dass ich immer den Black-Music-Part halt besser fand. Und so ist das dann gekommen. Wie hieß nochmal dieser? Hieß irgendwie Killing Me Softly war auch geil. Fällt mir gerade ein. Haben wir bei Rap dann quasi vergessen. Stimmt. Mein Fehler. Out Here Brothers. Ja. Das war so eine Einstiegsdroge für Rap von der Bravo Hits. Das fand ich auch cool. Ja, das habe ich auch gehört. Path to Toilet Paper. Damals war ja Bravo noch Bravo. Weißt du, da waren nur richtige Stars drin. Und ja, was soll ich sagen, Alter? Bravo Hip Hop, RIP Brothers. Was würdest du rauspicken von den Sachen so? Ein Song, okay, wir sind auf YouTube, man kann jetzt hier direkt suchen. Man will sich jetzt vorstellen, was du gehört hast vor Rap. Was höre ich mir jetzt an? Irgendwas Bescheuertes von der Bravo-Hits-CD. Alter, was ist das? Es war einfach so eine Zeit, da war so halt, wie du sagst, so Euro Dance Floor in. Ja. Und das haben alle gehört. Ich weiß jetzt nicht mehr die Bands, halt, aber so Tour Unlimited. Tour Unlimited, Culture Beat. Genau, genau. Das waren doch eigentlich die Hits, oder? Tour Unlimited mit dem Dings da, No Limits. Mr. Vane. Und Mr. Vane von Culture Beat. Aber das Culture Beat, ja. Ah. Ja, sowas haben wir damals gehört. Auch mit Rapper. In der Kinderdisco dazu gefeiert und so. Das war das Ding. Ja, aber weißt du, was auch bei Mode war? Kangol-Mützen. Kennst du die noch? Ich frage mich, ob die auch schon in den 80ern am Start waren, aber die gab es auf jeden Fall auch. Ja, hatte ich aber nie. Doch, ich hatte so eine. Da kam ich mir richtig cool mit vor. Mit Recht. Kann wir auch reviveln. Gut, Culture Beat Mr. Vane ziehen wir uns rein. Und wir haben jetzt noch als fünftes hier Sport stehen. Da haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Basketballmäßig Chicago Bulls alles dominiert. Ja. Das hat dich geflasht. Das hat mich geflasht. Ich hatte auch Basketballposter an der Wand. Ich habe Basketballkarten gesammelt. Also ich war ein richtiger Fan davon. Lieblingsspieler?
Ich fand auch Utah Jazz cool, obwohl die alle mal langweilig waren. Aber dieses Team von Karl Malone und John Stockton, das waren so zwei, so ein Dream-Team. Der eine hat so Dreier geworfen und der Karl Malone hat vorne so alles abgeräumt. Das hat mir immer gefallen. Die haben aber nie eine Meisterschaft gewonnen und waren immer so kurz davor. Schon ein bisschen traurig, die Story. Ohne Chicago Bulls hätten sie garantiert 1-2 mitgenommen. Auf jeden Fall. Das waren so die Rivalen von denen paar Jahre lang. Ansonsten habe ich auch immer die All-Star-Games immer sehr gerne geguckt mit dem Slam-Dunk-Contest und so weiter. Und ja, das ist halt so ein junger Herrensport. So, wenn man da einmal raus ist, man raus. Weiß. Ich kenne zum Beispiel gar keinen mehr. Da erinnert sich auch immer alles. Die Teams, so die Chicago Bulls hatten ja auch gar nichts zu melden jahrelang. Und wenn du nur 2 Jahre nicht aufpasst, kennst du keinen einzigen Spieler mehr in den ganzen Teams. Genau. Ich bin auch voll raus. Das ist ja auch eigentlich bei Fußball auch. Als Jugendlicher war ich auch ein bisschen Fußballfan. Ja. Also fußballmäßig waren ja quasi die Chicago Bulls Deutschlands eindeutig Borussia Dortmund. Oder ganz Bayern objektiv. München. Nein. Ich hab dann Fußball geguckt, als wirklich noch Lothar Matthäus gespielt hat. Weißt du, das war so, wo ich noch Fußball geguckt habe, war ich wirklich schon sehr klein. Als Gladbach-Fan oder neutral? Ich war neutral, aber ich war auch sehr für Bayern. Deswegen habe ich mich auch oft mit meinen Freunden gestritten. Es ist halt attraktiv so, weil die ganzen Stars sind oder die ganze Berichterstattung geht halt über die so. Und da wird man halt als junger Bursche häufig von angesteckt. Deswegen war ich auch für Bayern, aber ich war auch für Gladbach. Da gab es auch mal diese Hochzeit mit Stefan Effenberg, Martin Dahlin. Da war Gladbach auch irgendwie ganz oben dabei. Da haben sie auch mal den Pokal gewonnen. Und ja, da war auch Gladbach richtig angesagt. Ansonsten gab es so Trendsportarten. Unter anderem ging auch Inline-Skating durch die Decke. Auch geskatet? Ich habe nie Skateboard, bin ich nie gefahren. Ich habe in einem Skateboardladen gearbeitet. Viele sagen ja, das war, dass ich Schuhverkäufer war wegen diesem alten Diss-Track. Aber es war tatsächlich ein Skateladen, der natürlich auch Skateschuhe hatte. Ich kannte die ganze Palette, ob es Vans waren, Adnies oder was auch immer. Und die hatten aber auch Skateboards und alles, was dazugehört. Ja? Und ich habe nie geskatet, aber ich konnte die Skateboards zusammenbauen. Ich wusste, wie die Sachen heißen. Ich habe das jetzt alles vergessen, aber ich habe mich halt damit damals beschäftigt, weil ich das halt musste, so weißt du. Und ja, geskatet habe ich nie. Inline-Skates habe ich natürlich ein paar gehabt. Und ja, ist aber dann irgendwann auch, sind die in der Ecke geblieben und nicht mehr weiter mitgefahren. Kenn ich. Ich glaube, ich habe noch solche Inline-Skates irgendwo rumliegen. Ja, und jetzt ist ja dieses hier vom King of Queens, von der Kaufhauskorb, dieses Ding in. Wie heißt das? Da muss man auch nicht körperlich so viel machen. Ich weiß nicht, wie das heißt. Muss man ein bisschen mehr hinblättern als für Inline-Skates. Das heißt wie heißt der? Kaufhauskorb. Kaufhauskorb-Ding, ja. Genau. Das ist das. Gab es sonst noch was sportmäßig? Eigentlich hat man Basketball sich reingezogen, wenn es nicht Fußball war, ne? Ja. Also ich überlege auch gerade. Chicago Bulls dann. Oder wenn ich kann mich auch ein bisschen an die damaligen Weltmeisterschaften vom Fußball erinnern, mit Roberto Baggio. Und so, weißt du, das waren halt einfach so Weltklasse-Spieler mit Maradona. Erinnerst du dich an 90 noch? Ich weiß es nicht mehr. Das sind so Bildausschnitte, an die ich mich erinnere, weißt du, weil man das halt dann schon mit der Familie geguckt hat, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da passiert ist. Und dann später guckst du es noch viermal im Fernsehen und bildest dir dann ein, du könntest dich dran erinnern oder sowas. Genau. Aber stimmt, an Nationalmannschaft kann man sich auch erinnern. Gut, also bei Sport wäre es dann die Chicago Bulls, ja? Ja. Die heute auch wieder überall am Start sind. Also sind die wieder erfolgreich? Ich glaube, die sind auch wieder ganz korrekt, aber Miami ist doch Champion geworden, ne? Ich habe ja keine Ahnung mehr, ich bin ja genau wie du rausgeflogen. Mann, Miami hat sich auch so ein Bayern-München-mäßiges All-Star-Team zusammengekauft und damit Erfolg gehabt. Ja, wahrscheinlich, weil die Stadt viel Geld hat oder keine Ahnung, man weiß ja nie, woran das liegt, Alter. Aber ich bin da auch sowas von raus, mein kleiner Cousin ist da voll drin und spielt auch immer noch im Verein. Ja, vor allem sind ja die Bulls modemäßig zurück. Mein Trainer konnte mich auch nie leiden, der hat immer gesagt, ich mache nur Show. Welche Position hattest du, wenn du nicht Streetball gezockt hast? Ich war Center, weil ich halt ziemlich lang war. Aber der erste Center, das war unser bester Spieler. Ich denke mal, der ist jetzt auch irgendwo in der zweiten Liga wahrscheinlich oder so gelandet, weil der echt sehr, sehr gut war. Der war auch damals schon Auswahlspieler, der ist Armin. Und der war halt unser Überspieler. Ne? Alles ging über ihn, so weißt du. Und wenn der halt eine Pause gebraucht hat, bin ich rein, so weißt du. Ja. Aber der hat fast das ganze Spiel immer gespielt, weißt du. Das war unser Go-To-Guy, nennt man das, ja. Und ja, aber er war ein cooler Junge und ihn zu im Training ihm zu decken war halt kein Zuckerschlecken und ja, das war ein riesen Klops, der auch immer sehr geschwitzt hat und ja, aber super lieber Kerl und der Vater war auch voll hinterher und hat den richtig gepusht, also ich kann mir vorstellen, dass der Junge irgendwie dritte Liga, zweite Liga oder so bestimmt gelandet ist.
Und aus dir wäre kein Basketball-Bundesliga-Spieler geworden, wenn es mit Rap nicht geklappt hätte? Ich glaube nicht. Ich glaube, so viel Talent hatte ich nicht dafür. Aber ich war schon ganz okay, Mann. Immerhin. Klingt gut. Bist du wahrscheinlich weitergekommen als ich mit deinem Titel, den du da gewonnen hast, auf jeden Fall. Ja, da waren wir echt gut. Wir haben im Finale gegen Hamburg verloren. Das glaubt der Adam ja auch nicht, weil der letzte Mal gegen mich gespielt hat und meinte niemals und so. Aber ich habe so einen Kollege, der das mit mir gemacht hat, der heißt Marc. Und den habe ich letztens erst in Mönchengladbach getroffen und der sagt, der hat noch die Zeitungsausschnitte. Wenn ich das habe, dann werde ich das posten. Als Beweis. Genau. Das klingt gut, Alter. Okay, wer keine Ahnung hatte von den 90ern, der hat jetzt Ahnung und alle anderen haben so wie ich Kindheitserinnerungen jetzt wieder am Start. Yes. Ich danke dir, wir fahren jetzt nach Hause, weil der Movie Park hat zu. Ein schöner Tag heute gewesen. Peace. Back to the roots.